Wo muss ich jetzt hier hin? Ich glaube ja nicht, dass ich jetzt hier nochmal rein muss. Vielleicht, die Treppe hoch sind wir gekommen. Ging es hier nicht weiter? Hier ging es auch nicht weiter. Ha! Geht es nur in diesen einen Raum da weiter? Also hier halt. Hier noch gar nichts. Da ist alles verschlossen. Ich bekomme auch keinen Hinweis mehr aktuell, wo ich lang muss. Da ist auch verschlossen, da ist auch verschlossen. Ah. Mann, oh Mann. Gibt es noch Bilder von Röntgenaufnahmen? Oh, es bringt mir leider auch nichts. Kapitel 15. Die Hirnoperation oder Lobotomie verbreitet sich sehr schnell in Italien, vielleicht früher noch als in anderen europäischen Ländern oder in den USA. Die ursprüngliche Technik von A.E. Moritz wurde oberhalb der Augenhöhle wurde in den Schädel eingedrungen, um die Frontallappen zu erreichen, um anschließend mit einem Werkzeug oder durch das Injizieren von Alkohol oder Formalien die Nervenfasern in dieser Region abzutöten. Im Gegenteil zu dem, was normalerweise angenommen wird, hatten die Eingriffe nicht immer negative Folgen für die Patienten, auch wenn dies sehr häufig vorkam. Muniz erhielt 1949 den Nobelpreis für Medizin, da in den 50er Jahren das Medikament bla bla bla. Ja, es ging halt zu schnell. Okay. Sie ist auf jeden Fall bei Bewusstsein, aber vermutlich sie kann sich nicht. Oh Gott. Sie kann sich nicht bewegen.
Sind wir das jetzt, wo da liegen? Ja, gell? Boah, ist das heftig. Oh Gott. Oh ja, steck einfach mal das Ding rein. Ah, oh, nee, oder? Ah! Oh. Alles klar. Juni 1944. Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23. Aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen. Um all dies zu verhindern. Ja, vielleicht habt ihr es ja erkannt, gerade eben die Stimme. Das war der liebe Kronk, wo er da gerade gesprochen hat. Und das, die Stimme von dem restlichen Spiel, das ist die liebe Pantora. Das sind zwei sehr gute YouTuber. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, von der Stimme vielleicht gehört. Ja, ich vermute mal stark, dass das jetzt das Spiel war, die Town of Light. Ein sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Teilweise wirklich sehr verstörend, wo wir die Geschichte immer mehr von René immer mehr die Geschichte erzählt bekommen haben. Was sie teilweise so Experimente mit ihr angestellt haben, das war wirklich ziemlich heftig. Gerade am Schluss, dieser Arzt da, wo dieses Skalpell oder was das war, in das Auge reingeschoben hat, das war schon sehr eklig. Aber es ist ja wirklich teilweise gar nicht so abwegig. Das sind Nervenheilanstalten, die Leute wirklich für irgendwelche Operationen benutzt werden, für irgendwelche Experimente ausgenutzt werden, weil es sowieso niemand mehr groß vermutet, dass sie jemals geheilt werden. Die Angehörigen teilweise haben sie auch schon aufgegeben. Ja, und es ist teilweise, vermute ich mal, immer noch so in den meisten Nervenheilanstalten. Deswegen für kein... ich würde da nie reingehen, ganz ehrlich. Vorher würde ich mich lieber erhängen oder irgendwo runterspringen, bevor ich irgendeine psychiatrische Anstalt reingehe. Also, was da teilweise abgeht, das ist wirklich richtig krasser Scheiß-Tobak. Ja, das war The Town of Light. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt kein so sehr langes Spiel. Es sind, glaube ich, 13 Folgen aktuell oder 14. Weiß es jetzt gar nicht.
Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet, ob ihr es selber schon gespielt habt. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sag ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Phil von Ultimate Games. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.